Es war wirklich eine dramatische Nacht, aber inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt. Was ist geschehen? Es waren unglaubliche Regenfälle und ein Bach, ein winzig kleiner Bach im Ort ist angeschwollen zu einem Riesenbach und hat erdreiche Steine, Äste in den Ort gespült. Bei einer Brücke hat sich das verklaust und dann ist der kleine Bach über die Ufer getreten und hat Teile des Ortes überschwemmt. Das Glück im Unglück ist, es ist Punkt 1 niemand verletzt worden, Punkt 2 auch, es sind keine Häuser wirklich beschädigt worden. In 2 oder 3 Häusern gab es Wasser im Keller. Das Problem, die Bahnlinie, die vorbeiführt von Feldkirchen nach Villach, die musste natürlich gesperrt werden, weil Teile davon auch vermurrt waren. Die Feuerwehren haben einen Riesenjob gemacht, denn die sind da gleich mit 2, 3 Bagger vor Ort gewesen und haben eben dafür gesorgt, dass die Katastrophe, die sich da angebahnt hat, nicht schlimmer geworden ist. Also man hat da hier Schlimmeres verhindert und ein Autofahrer, ein Deutscher, ist mit seinem Mercedes in der Mure stecken geblieben. Er konnte dann selbst gar nicht mehr aus dem Auto raus. Die Feuerwehr hatten rausgezogen. Es ist aber außer ein riesiger Schrecken auch diesem Mann nichts passiert. Also Glück im Unglück sozusagen. Karl, wie ist die Prognose für die nächsten Tage? Ist der Wetterbesserung in Sicht? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, denn das ist mein erster Urlaubstag gewesen. Und das war schon sehr dramatisch, was sich da in der Nacht abgespielt hat. Heute in der Früh hat ein wenig aufgeklärt, sogar die Sonne ist wieder durchgekommen. Ich glaube noch einmal, derartige Regenfälle, wie es sie in der Nacht gegeben hat, würde kein Bach da hier in der Region noch vertragen. Das Erdreich ist aufgeweicht, weitere Muren werden die Folgen, aber momentan regnet es nicht, das heißt, das Schlimmste sei vorüber und ab morgen soll es wieder Sonnenschein geben. Wir alle hoffen darauf, ob die Prognosen stimmen, kann ich momentan nicht sagen. Wie gesagt, derzeit ist im Ort jeder damit beschäftigt, aufzuräumen. Die Bagger fahren, der Schutt wird abtransportiert. Fast hat man den Eindruck, als wäre gar nichts passiert. Aber wie gesagt, doch nur fast.